Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am gestrigen Sonntag haben wir einen Festtag gefeiert, die Taufe des Herrn. Und damit ist die Weihnachtszeit schon vorüber. Natürlich, der ein oder andere feiert innerlich bis zum 2. Februar, bis zum Fest der Darstellung des Herrn weiter. Und viele der Krippchen stehen in diesen Tagen auch schon wieder und werden kräftig besucht. Aber wir treten ein in den Jahreskreis. Und nachdem wir gestern von der Berufung Jesu gehört haben, dass er derjenige ist, der von Gott auserwählt ist, sein auserwählter Sohn, so erfahren wir heute, dass Jesus sich seine Jünger zusammenruft und dass er sie einlädt, mit ihm zu kommen. Es geht um die Berufung von uns allen, dass wir alle Auserwählte sind, auserwählte Söhne und Töchter Gottes, die mit Jesus Christus gemeinsam das Reich Gottes verkünden sollen und die Umkehr der Herzen bei den Menschen, aber auch bei uns selbst in Angriff nehmen sollen. So wollen wir damit beginnen, am Anfang dieser heiligen Messe, dass wir innerlich umkehren und uns bereiten für sein Reich, das verborgen mitten unter uns schon angebrochen ist. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und gütige Gott. Herr, erbarme dich uns, Herr. Herr, erbarme dich uns. Christus, erbarme dich uns. Christus, erbarme dich uns. Herr, erbarme dich uns. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. Einst lebte ein Mann aus Ramathaim, ein Zufiter vom Gebirge Ephraim. Er hieß Elkana und war ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kinder. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt nach Shiloh hinauf, um den Herrn der Heere anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, an dem Elkana das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Ihre Rivalin aber kränkte und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. So machte es Elkana Jahr für Jahr,
So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte Penina sie. Und Hanna weinte und aß nichts. Ihr Mann Elkana fragte sie: Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Worte des ewigen Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns Fürbitte halten. Durch Christus gibt Gott uns Halt und Antwort auf die Fragen des Lebens. Zu ihm rufen wir. Dass dein Wort kraftvoll verkündet wird,
die Menschen es annehmen und Zuversicht daraus gewinnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass die Eltern den Kindern einen frohen Glauben vorleben, die Jugend mutig in die Zukunft schauen kann und sich alle von Christus gehalten wissen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass die für den Frieden Verantwortlichen sich nicht vergeblich bemühen, dass Hass und Terror ein Ende nehmen und die Menschen im Frieden leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass Nahrung und Kleidung für alle reichen und unser Mühen und Arbeiten gesegnet sei. Wir bitten dich, erhöre uns. Dir, Vater der Menschen, vertrauen wir und preisen dein Erbarmen alle Tage bis in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, schau gütig auf die Gaben, die wir auf deinen Altar legen. Wir schwache Menschen bringen sie dar, heilige du sie durch deine Kraft. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn ihn hast du zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Obwohl er dir gleich war an Herrlichkeit, hat er sich selbst erniedrigt und der Welt den Frieden gebracht durch sein Blut, das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat. Deshalb hast du ihn über alle Geschöpfe erhöht. So wurde er für jene, die auf ihn hören, zum Urheber des ewigen Heiles. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns dein. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Freut euch alle im Herrn, die ihr erleuchtet worden seid und die himmlische Gabe gekostet habt. Ihr habt Anteil am Heiligen Geist empfangen.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. Gib, dass wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen und aus seiner Kraft leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und so segne euch heute an diesem Tag und alle Tage eures Lebens der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.